Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal IK Invest. Mein Name ist auch heute Ingmar Königshofen und ich freue mich natürlich, dass ihr auch heute wieder einschaltet, um euch die nächste Kurzanalyse anzuschauen. Heute wollen wir uns zusammen den Kupferpreis ansehen und ich werde euch eine Möglichkeit aufzeigen, wie ihr mit einem Discount-Call-Optionsschein aktuell eine PA-Rendite von ca. 102% erzielen könnt. Vorher werden wir aber natürlich wieder einen Blick auf die verschiedenen Vorfilter werfen, also auf die COT-Daten, auf das Sentiment und die Saisonalität. Wir werden gemeinsam einen Blick auf den Chart werfen natürlich und schlussendlich sehen wir dann mal, welche Produktgattung hier Sinn machen könnte. In meinen Augen eben entsprechend ein Discount-Call-Optionsschein, mit dem man auch davon profitieren kann. Könnte, sollte der Kupferpreis jetzt nicht massiv ansteigen, sondern eher etwas auf der Stelle treten, aber dazu dann nachher natürlich wieder mehr. Bevor wir starten, natürlich auch heute wieder zunächst der Blick auf die rechtlichen Hinweise und dann können wir auch starten und uns mal ansehen, wie es denn momentan mit den verschiedenen Vorfiltern aussieht und dabei ist vor allem die Saisonalität zu benennen, denn die ist wie bei den anderen Metallen auch jetzt aktuell sehr positiv. Bei Kupfer handelt es sich natürlich um kein Edelmetall, aber bei den anderen Metallen, bei den Edelmetallen genauer gesagt, bei Gold, bei Silber, vor allem aber bei Palladium und Platin sind wir aktuell in einer sehr starken saisonalen Phase, auch wenn man bisher davon nicht wirklich etwas gesehen hat. Gerade Palladium und Platin kamen ja zuletzt wieder deutlich unter Druck. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir nur auf die Vorfilter blicken, vor allem auf die Saisonalität, dann sieht man eben, dass wir hier in einer saisonal starken Phase bei Kupfer nun sind. Diese saisonale Stärkephase, die ist jetzt genau im Februar gestartet und zieht sich so bis in den April hinein. Dann gibt es so eine kleine Verschnaufspause, um dann eben wieder vor allem im Juli deutlich anzuziehen. Aber jetzt zunächst einmal für uns relevant ist natürlich die Phase in den nächsten Wochen und Monaten. Also bis April in etwa sieht das aus der saisonalen Sicht sieht das sehr positiv aus. Also alleine diese Vorfilterung der Saisonalität zeigt uns schon mal an, dass es jetzt durchaus interessant sein könnte, sich hier auf die Long-Seite zu stellen. Aber wir wollen uns natürlich nicht nur einen Vorfilter anschauen, sondern das eben kombinieren mit verschiedenen Vorfiltern, unter anderem auch den COT-Daten. Oben in Schwarz abgetragen, das ist natürlich wieder der Kupferpreis und unten in Blau abgetragen, das ist die Netto-Positionierung der Commercials. Ich wiederhole es immer wieder, mache ich auch heute. Wer sind die Commercials? Das sind eben große Produzenten und große Abnehmer eines Rohstoffes, zum Beispiel in diesem Falle von Kupfer. Und da ist es natürlich interessant, sich anzuschauen, wie sind denn aktuell diese Commercials im Markt unterwegs, wie sind die positioniert im Futures-Bereich. Und da sehen wir eben, dass sie zuletzt bei ungefähr 25.000 Future-Kontrakten auf der Long-Seite unterwegs waren. Und das war zumindest in der Vergangenheit häufiger ein Punkt, wo eben danach der Kupferpreis auch positiv darauf reagiert hat und dann eben entsprechend auch ansteigen konnte. Wir können uns das mal etwas anschauen, zumindest einige Beispiele hier im Jahr 2023, genauer gesagt im September 2023. Da notierten wir ungefähr auf diesem Niveau. Danach konnte der Kupferpreis etwas anziehen. Ungefähr auf diesem Niveau waren wir ebenfalls schon mal im Mai 2023, so Mai, Juni, was danach passiert. Naja, der Kupferpreis lief zwar leicht hoch, aber wollen wir mal sagen, das war jetzt eher so eine Art Seitwärtsphase. Mitte 2022 waren wir ungefähr auch auf diesem Niveau bei der Netto-Long-Positionierung. Es gab auch hier eine Bodenbildung, danach ein deutlicher Anstieg beim Kupferpreis. Ungefähr ebenfalls auf diesem Niveau waren wir Anfang 2020. Danach gab es einen deutlichen Anstieg bei Kupfer. Also man sieht schon, natürlich keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, das ist ja sowieso klar, aber es sieht zumindest auch von den COT-Daten ganz positiv aus und wenn wir das jetzt schon kombinieren, wir haben positiv oder bullig, zumindest werte ich es so, zu wertende COT-Daten plus wir haben eine positive Saisonalität, die gerade erst gestartet ist, also von diesen beiden Vorfiltern sieht das schon mal durchweg positiv aus, dass man sich hier mal eine Long-Position genauer überlegen könnte. Schauen wir als letztes noch auf das Sentiment und das Sentiment ist ja für mich ein klarer Kontraindikator. Also wenn die Marktteilnehmer sehr bullig sind, davon ausgehen, dass ein Markt weiter steigt,
dann möchte ich eher auf die Short-Seite gehen. Wenn die Marktteilnehmer sehr pessimistisch sind und davon ausgehen, dass ein Markt weiter fallen sollte, dann möchte ich eher auf die Long-Seite wechseln. Wir sehen hier ja ein ganz leicht negatives Sentiment. Das würde jetzt auch dann eher auf die Long-Seite sprechen, aber ich würde das Sentiment sogar hier in diesem Falle eher als neutral beziffern. Aber das ist auch nicht weiter schlimm. Es spricht zumindest nicht dagegen, sich jetzt auf die Long-Seite zu stellen. Es wäre jetzt anders, wenn wir hier eben ein sehr bullisches Sentiment hätten, dann wäre ich sehr vorsichtig mit der Long-Seite. Haben wir aber nicht, also spricht es nicht dagegen. Und wir werden es ja selten sehen, dass alle drei Vorfilter uns anzeigen, gehe jetzt Long oder gehe jetzt Short zum selben Zeitpunkt. Ja, ab und zu kommt das vor. Aber in der Regel ist es eben so, dass zwei Vorfilter ein interessantes Einstiegsszenario anzeigen und ein Vorfilter, wie jetzt zum Beispiel das Sentiment, eher neutral steht. Also aber, wie gesagt, nicht dagegen spricht, sich jetzt hier auf die Long-Seite zu stellen. Also insgesamt, wenn wir uns nur die Vorfilterung ansehen, ist Kupfer meiner Meinung nach jetzt ein interessanter Long-Kandidat. Blicken wir als nächstes auf den Chart, dann sehen wir natürlich, dass der Kupferpreis zuletzt auch wieder etwas deutlicher zurückgesetzt ist. Aber wir notieren aktuell kurz vor einer wichtigen Unterstützung. Und das sieht man, glaube ich, hier im Chart wunderbar. So im Bereich 3,70 bis 3,75 haben wir eine deutliche Unterstützungszone. 2022, 2023 hat diese Zone gehalten. Dann auch hier im Juni 2023 sind wir in diese Region zurückgefallen. Im August 2023 sind wir in diese Region zurückgefallen. Ja, es ging mitunter auch nochmal eine Etage tiefer bis knapp unter die 3,60. Danach gab es auch wieder eine entsprechende Gegenbewegung. Aber diese erste wichtige Unterstützungszone, da notieren wir aktuell ganz knapp davor. Also, was ich eben schon gesagt habe, im Bereich 3,70 bis 3,75, da haben wir eine deutliche Supportzone. Und auch aus charttechnischer Sicht ist es also jetzt nicht uninteressant, sich die Long-Seite mal anzuschauen, denn es sieht oder es könnte zumindest da aktuell so kommen, dass auch diese Unterstützung dieses Mal wieder hält und der Kupferpreis dementsprechend hier nach oben wegdreht und dann auch wieder deutlicher anziehen kann, vielleicht zunächst einmal bis in den Bereich um 3,90 bis 4. Das wäre zumindest zunächst einmal das Widerstandsniveau, welches natürlich auch in der Vergangenheit häufig gehalten hat. Oft ist dort dann eben der Kupferpreis wieder nach unten weggedreht. Also meine ersten Ziele wären im Bereich 3,90 bis 4. Ja, wie kann man das Ganze jetzt umsetzen? Das Ganze kann man natürlich mit Knockout-Produkten zum Beispiel wunderbar spielen. Aber man muss natürlich immer dazu sagen, sollte der Kupferpreis jetzt auf der Stelle treten, dann müssen wir mit Open-End-Mini-Futures zum Beispiel, müssen wir dann entsprechend Finanzierungskosten tagtäglich bezahlen. Auf der anderen Seite, um das Risiko vielleicht etwas abzumildern und ja vom Timing her nicht ganz so perfekt liegen zu müssen, macht es unter anderem Sinn, auch sich mal Discount-Optionsscheine anzuschauen. Haben wir hier häufig schon darüber gesprochen und es gibt ja auf meinem YouTube-Kanal IK Invest auch eine entsprechende Schulung zu Discount-Optionsscheinen. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, falls ihr diese Produkte noch nicht benutzt habt oder falls ihr mehr Informationen darüber haben wollt, dann schaut einfach auf dem YouTube-Kanal nach der entsprechenden Schulung. Es gibt auch neben der Schulung für die Discount-Optionsscheine auch eine Schulung für Knockout-Produkte, denn da gibt es ja verschiedene Typen und mir fällt immer wieder auf, dass dann doch der ein oder andere nicht genau weiß, welche Typen wie funktionieren. Also da gibt es dann entsprechende Möglichkeiten, sich das Ganze nochmal in Ruhe anzuschauen. Ja, in diesem Falle möchte ich euch einen Discount-Call-Optionsschein mal vorstellen. In diesem Falle haben wir einen Basispreis bei 3,50 Dollar und einen Cap bei 3,75. Ich habe ja eben schon gesagt, ja, das ist ja genau diese Unterstützungszone, die wir aktuell sehen. Und wir notieren aktuell ganz knapp oberhalb dieser Unterstützungszone. Also sollte der Kupferpreis von jetzt an seitwärts laufen oder sollte er steigen oder sogar ja, ganz, ganz leicht, aber nur korrigieren, können wir trotzdem mit diesem Produkt eine positive Seitwärtsrendite erzielen. Denn wir bekommen hier eine maximale Auszahlung von 2,50 Dollar eben dann, wenn der Kupferpreis am Ende der Laufzeit oberhalb von 3,75 notiert. Ja, also die Laufzeit, das können wir hier nochmal sehen. Letzter Bewertungstag ist der 25.06.2024. Das Produkt läuft also bis Juni diesen Jahres, habe ich extra so gewählt. Warum? Ja, ganz einfach, die Saisonalität ist jetzt für die nächsten Monate deutlich positiv und man weiß natürlich nie, erstens steigt der Markt und wenn ja, wann steigt er und wann greift vielleicht auch diese positive saisonale Phase. Und da möchte ich mich natürlich mit meinem Produkt nicht zu sehr einschränken, sondern möchte natürlich auch die Möglichkeit haben,
auch wenn es erst in einem Monat anfängt zu steigen, dann nicht direkt die Sorge zu haben, ich muss das Produkt verkaufen oder in ein anderes Produkt rollen oder sonstiges, weil ich dann eventuell nicht mehr dabei bin bei einer potenziellen Aufwärtsbewegung. Also hier haben wir zumindest von der Laufzeit auch einen gewissen Puffer bis Juni 2024. Und wie gesagt, wir bekommen hier eine maximale Auszahlung von 2,50 Dollar. Achtung, in US-Dollar. Natürlich haben wir unser Konto aber in Euro, also wird dann eben durch den dann vorherrschenden Euro-US-Dollar-Wechselkurs dividiert und das ist dann die Auszahlung, die wir haben. Das wird natürlich davon abhängen, wie sich der Euro gegenüber dem US-Dollar auch dann in den nächsten Wochen und Monaten bewegen wird. Aber das zeigt natürlich schon, dass auch dieses Währungspaar Euro gegenüber US-Dollar hier natürlich einen Einfluss hat, denn wir haben einen Basiswert, der in US-Dollar notiert. Wir handeln hier aber natürlich im Euroraum. So, jetzt haben wir hier den Fall, das Produkt notiert aktuell bei 1,74 Euro und in diesem Falle erzielen wir mit diesem Produkt, wenn wir am Ende der Laufzeit oberhalb des Caps notieren, aktuell eine Seitwärtsrendite von ca. 32% oder auf die das Jahr hochgerechnet 102%. Ja, das zeigt natürlich auf der anderen Seite, dass es sehr riskant ist. Wenn man eine solche Rendite erzielen kann, dann hat das natürlich auch immer mit Risiken zu tun. Und das Risiko liegt natürlich hier in einem Totalverlust. Denn ein Totalverlust würde eintreten, sollte der Kupferpreis am Ende der Laufzeit unterhalb von 3,50 Dollar notieren. Das ist ja hier der Basispreis. Dann würde dieses Produkt, genau wie ein klassischer Call-Optionsschein, wertlos verfallen. Also, um das nochmal festzuhalten, unterhalb von 3,50 Dollar am Laufzeitende Auszahlung 0, oberhalb von 3,75 Auszahlung 2,50 Dollar, dann in Euro. Und sollte der Kupferpreis zwischen 3,50 und 3,75 notieren, ja, dann wird ganz normal die Differenz berechnet und der innere Wert dieses Produkts entsprechend ausbezahlt. Wie kommt man übrigens auf diese 2,50 Dollar? Ganz einfach, 3,75 minus 3,50 sind 25 US-Dollar Cents mal dem Bezugsverhältnis von 10, was man hier rechts sieht, kommt man auf den Preis von 2,50 Dollar. Und dann ist es irrelevant, ob wir bei 4 Dollar stehen, bei 5 Dollar oder bei 10 Dollar im Kupferpreis. Das ist das Maximale, was wir hier eben mit diesem Produkt erzielen können. Hat aber den Vorteil, dass sich hier damit eine leichte Seitwärtsrendite erzielen lässt. Jetzt gibt es aber noch eine Sache, auf die ihr achten müsst. Also wir haben nicht nur den Fall, dass wir hier den Euro-US-Dollar haben, der hier einwirkt und natürlich die Volatilität und die Restlaufzeit, sondern wir handeln hier auf den Future von Kupfer. Und ihr seht eben hier rechts, hier steht Basiswert Copper 7,24. Also der Juli 24 Kupfer-Future, das ist der Basiswert von diesem Derivat. Also wir handeln nicht auf den aktuellen Future, sondern das muss man eben beachten, wenn man sich ein solches Produkt kauft. Der aktuelle Future haben wir ja eben gesehen, notiert bei knapp unterhalb von 3,80 Dollar. Und wenn wir jetzt mal schauen, der Juni 24 Future, der eben hier die Referenz ist, der notiert aktuell bei 3,82. Also man sieht schon, sollte der Kupferpreis dieser Juli 24 bei 3,84 sogar in etwa. Das bedeutet im Klartext, sollte der Kupferpreis von jetzt an steigen, seitwärts laufen oder sogar leicht fallen, können wir trotzdem eben diese positive Rendite erzielen, die ich eben aufgezeigt habe mit diesem Produkt der DZ Bank, mit der WKN DJ9. Gustav II Friedrich. Die WKN werde ich natürlich unterhalb dieses Videos wieder in die Beschreibung kopieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, falls dem so ist, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und schreibt doch gerne mal rein, wie ihr aktuell die Situation bei Kupfer einschätzt. Ich bin gespannt, freue mich auf eure Meinung und in diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin gute Trades und würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dann hier wieder einschaltet. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal.